offen gewesen für das Thema. Und die haben dann auch viel in der Natur geschaut und haben erkannt, dass Gott wirklich auch in die kleinen Dinge sichtbar ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Magdalena Gschnitz reinzuladen, die Umweltaktivistin. Und die hat dann einen Vortrag über Plastikmüll im Meer gemacht. Und das hat die Kinder ganz nah berührt. Und dann habe ich auch gelesen, dass wir neue ganz tolle Lampen aus Plastikbecher macht. Und dass so der Plastikbecher nicht mal ein Plastikmüll ist, sondern ein Werkstoff wird. Und das hat mich auch beeindruckt. Unser kleines Umweltprojekt ist eigentlich so durch einen Domino-Effekt, könnte man sagen, entstanden. Entweder Kunststoffverpackung trennen, das Glas trennen, Eisen trennen, die Dosen trennen, Karton trennen und das Papier trennen. Das Papier wird wieder eingebracht in einen großen Wassertopf rein. Das zerlegt sich noch wieder, das wird nachher wieder getrocknet und wird wieder aufgerollt. Und danach haben wir wieder Altpapier. Also wir haben da bei den Leibeler ein Logo gemacht, eine Weltkugel gezeichnet, Delfine drauf und Hände. Das heißt, meine Erde, meine Verantwortung. Ich finde es halt richtig cool, dass wir da den Tieren helfen können und den selber auch. Zum Beispiel einige denken, dass es die Schuld der Fische ist, dass sie Plastik essen. Sie können das nicht wissen. Statt Plastiktaschen kann man auch Stofftaschen verwenden. Es gibt auch Geschäfte, wo man die Sachen nur in Glas findet. Und ich finde, es sollten mehr Geschäfte geben, wo nur das Glas ist. Man kann aus Müll oft mal auch ganz neue Sachen, die es noch gar nicht gibt, machen. Es hat mich ganz gefreut, dass ich gedacht habe, bei dem Projekt teilnehmen. Hauptsächlich hat es mich gefreut, dass die Kids durch meinen Vortrag in der Schule so inspiriert worden sind. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass am Ende ich die Inspirierte war. Das heißt, die Kinder haben mit so einem Begeisterung mitgearbeitet, sich so stark eingesetzt, eigene Ideen mit eingebracht. Und das hat mich noch wieder motiviert. Also danke an alle, die da mitgemacht haben. Aber hauptsächlich Dankeschön an alle Kids, die da dabei waren und die das früher nie ausgehen gelassen haben. Bleibt dran, ihr seid spitze, kämpft für eine Zukunft und macht weiter so.